Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal um das Thema wieder iOS und zwar wieder um Cydia. Und zwar gibt es heute das Thema, wie ihr euch eine transparente Statusleiste macht. Und zwar habt ihr dann hier eine transparente Statusleiste. Wenn man so hochschiebt, sieht man, dass das alles dahinter verschwimmt. Und zwar heißt der Buried NC Background. Und zwar müsst ihr es euch im Cydia runterladen. Ihr braucht keine zusätzlichen Links oder andere Sachen, und wenn ihr es installiert habt, dann geht ihr einfach auf Einstellungen. Dann habt ihr dann hier oben, dann müsst ihr hier runter, dann habt ihr hier die ganzen Sachen für Cydia, die im Hintergrund laufen, also habt ihr die in den Einstellungen und dann gehen wir auf die App. Ja, und zwar haben wir jetzt hier activated, können wir jetzt ausmachen, haben wir die jetzt wieder. Also man braucht das Gerät jetzt nicht ständig neu starten, wenn man irgendwas verändern möchte. Und zwar geht das ganz schnell, machen wir an. Und hat sich geändert. Und man sieht, na, die Statusleiste läuft weiterhin flüssig, also es nimmt kaum Leistung weg. Ja, wir können auch die Farben einstellen. Und zwar habe ich die jetzt auf komplett durchsichtig gemacht. Man kann die auch jetzt so machen, dass sie nicht durchsichtig ist. Und zwar nehmen wir dann hier diesen Radius weg. Und jetzt haben wir hier eine komplett durchsichtige. Hier können wir dann wieder erweitern. Und die Farbe können wir natürlich auch einstellen. Jetzt habe ich die erstmal auf 0. Gehen wir zum Beispiel, das beste Beispiel ist jetzt zum Beispiel Blau oder ja, Cyan. Jetzt gehen wir hier runter. Jetzt haben wir immer noch die transparente Bar. Hier habt ihr dann den Regler. Ziehen wir jetzt hoch. Jetzt haben wir eine blaue. Ah, das sieht man gerade auf der Kamera nicht gut. Dann gehe ich mal auf Grün. So, jetzt sieht man so einen grünen Stich. Kann jetzt auch voll aufdrehen. Dann hat man eine komplett grüne Statusbar, aber das macht echt die Augen kaputt. Ja, es gibt ziemlich viele Farben. Magenta sieht auch nicht schlecht aus. Haben wir denn hier eine lila, eine Bar. Na, so, dann haben wir noch Black. Halt die normalen Themen, also es sieht relativ cool aus. Weiß, Dark Gray, Light Gray. Ja, können wir wieder zurückziehen. Haben wir wieder hier eine komplette, können wir wieder in Radius, können wir wieder hier, also sie läuft sehr flüssig, man sieht, man kann machen, was man will, die läuft sehr, sehr gut. Ja, man kann jetzt auch hier auch runterziehen, leider nicht. Ja, fängt gleich an, man sieht, es läuft flüssig, geht runter, hoch, also keine Einschränkungen jetzt im Leistungsbereich, vor allem bei dem 3GS hier, es ist ja nicht so schnell. Aber da sieht man mal wieder, wie leistungsfähig doch diese Tricks sind. Ja gut, das war's erstmal wieder. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Kommentiert, abonniert und bis zum nächsten Mal.